damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in TS Classic. Wir sind heute auf einer ganz besonderen Strecke unterwegs, und zwar ist es die Very Lines von Armstrong Powerhouse. Also den Leuten, die richtig geilen Add-ons machen und Enhancement Packs. Und ja, das ist die Strecke von ihnen. Die ist ein bisschen lecker auf dem Markt, aber die ist richtig gut ausgestaltet mit viel Liebe zum Detail, auch bei Signalen und Co. Und ja, wir fahren halt einen Regionalzug, wenn man so möchte, mit zwei Class 47s im Sandwich, vorne und einmal hinten und MK3-Wagen in der Mitte. Ist auch tatsächlich so auf der Strecke gefahren oder glaube immer noch. Und wir machen jetzt erstmal unseren Zug soweit bereit. Okay. Na, Kind, gehst du raus? Hallo, jetzt ja. Wird es entsperrt. GSMA, wenn wir uns auch registrieren. 2P18. Na komm. Achso, du bist noch im Testing. So, da. Dann 2P18010. Okay, hätten wir das. Und was ich gerade noch mal einstellen werde, ist Field of View. Mal hier mal ein bisschen rausgehen. Gut. Ja dann. IRA machen wir raus. Und dann geht's gleich los. Also wer die Strecke noch nicht hat, kann ich unbedingt nur empfehlen, dass ihr euch die holt. Kleiner Hinweis dazu, holt euch nicht die Route auf Steam, sondern direkt bei Armstrong Powerhouse. Da gibt es die Route nämlich in Version 2 und auf 7 ist es die erste Version. Und die Strecke wurde einmal komplett überarbeitet von Armstrong Powerhouse. Kostet, glaube ich, 24 Pfund, aber das ist auf jeden Fall wert. Richtig schön. So, ich zeige euch mal ganz kurz das Streckenlayout. Wir sind hier links. Haben wir so einen Stich nach da oben und dann quasi hier einmal eine Strecke nach oben, einmal nach unten und bis hier unten. Ich glaube, es sind um die 60 Meilen, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und signaltechnisch ist auch alles vorhanden, von modernen bis alten Signalen, also inklusive Semaphor-Signalen. Aber es ist halt einfach wirklich mit viel Liebe gemacht. Es sind auch unterschiedliche Gleise verbaut, entsprechend unterschiedlich tönt es dann auch. Und was ich euch dann nochmal zeigen werde, je nach Gleisabschnitt, wenn es zum Beispiel Gleis ist, was ein bisschen älter ist oder used ist, dann fangen die Wagen hier richtig schön an zu wackeln. Oh, kleines Depot hier. Und hier haben wir auch noch Oberleitung, die hört aber gleich auf. Ah, oh, dieser Dieselmotor. Sogar eine kleine Waschstraße. Und da ging ABS an. Oha. Ah, das ist aber nicht so cool. Warum bist du gelb? Darf ich nicht weiterfahren? Habe ich einen anderen Regio vor mir? Ah ja, und ich habe jetzt mein neues TS-Setup fertig, beziehungsweise es ist relativ vanilla und habe mir jetzt einmal installiert, was ich so brauche. Das ist auch die Standard-Grafik-Engine aktiv, nicht die vom RW-Enhancer, deswegen ist auch die Performance nicht so die beste.
Und das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt jetzt neu so einen Unschärfe-Effekt. Ich weiß nicht, ob es neu ist, aber jetzt ist mir erstmal aufgefallen. Ach, jetzt wieder grün. Wow, das Signal sieht man aber schlecht wegen dem Baum. Oh. Ich sehe gerade. Taillights waren noch an. Wir fahren also geradeaus. Wie wär's denn mit einer seitlichen Romantic Cam da? Irgendwie hier so. Schöner Partyübergang. Sehr schick. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das sind hier 20 wegen der Brücke. Ich weiß nicht, ob mir das mit der Unschärfe gefällt. Habe ich jetzt gern ohne. Da die Ankündigung? Ja, ist sie. Ja. Neko, bisschen noch. Wir brauchen noch ein Foto. Naja, ich glaube, das passt. Sehr gut. Bremse lösen. Jo, wegen dieser Brücke. Ja, würde ich mal sanieren. Ist ein bisschen doof, wenn man hier so ausgebremst wird. Wunderbar, Maximum Schmackes. Haben wir da eigentlich noch eine Ansicht in die andere Fahrtrichtung? Nee, ich glaube, das ist nicht so. Ah, das mit den Tasten ist immer so doof. Nee, also wir haben nur vorne und hinten so. Ja, sieht schick aus. Mitten im Nirgendwo. Ladies and Gentlemen, nächster Halt, Brundle Gardens. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Glaube ich zumindest. Was wäre eine geplante Ankunft? Brundle Gardens 10:43 theoretisch. Ja, sind wir ein bisschen zu spät. Ich muss ein bisschen mehr bremsen hier. Oh, schießen wir da drüber. Ja, wir schießen drüber. Ah, sorry, da war die alte Tafel.
Naja, könnte schlimmer sein. Der erste Wagen kann noch aussteigen. Vielleicht nicht von der vordersten Tür. Sorry. Habe ich ein bisschen verbremst. Was quietscht denn hier so komisch? Und warum flackert ihr da so komisch? Hört mir erst jetzt auf. Ich glaube, ich habe da ein Problem mit dem Livery. Oder ist es wegen dem neuen DX12 Update? Ja, vielleicht sollte ich doch wieder auf die ältere Version gehen. Wie ist das schon? Never change a running system. Boah, schon wieder gelb. Ach, warte mal. Ich glaube, da vorne kommt die Kreuzung, oder? Ja, da geht's dann links weg. So, geplante Ankunft im Brundle 1046. Auch dezent zu spät. So, dreh, bitte nicht rübergehen. Nächste Pfeiftafel. Signal rot. Ein Schaltbreak. Oh shit. Das geht sich nicht aus. Ah, du Arsch eigentlich. Von Fahrdienstleiter. Aber danke, jetzt kann ich weiter rollen. Wobei, ich möchte euch da mal kurz eine Sache zeigen. Bezüglich Liebe zum Detail. Schauen Sie das mal an, wenn die dann gleich hier zurückfällt. Ah, der Sound von der Class 47 ist einfach geil. Na? Oder tut es nicht, wenn er behauptet. Ach, das klackert so schön. Södere, da waren wir da. Ich muss wirklich früher bremsen. Södere, 2 Minuten Verspätung. Machen wir mal um. Bahnhofsgebäude hier. Signal da oben. Brücke drüber. Könnte man hier noch wechseln? Und. Oh, das mit der Unschärfe, ich glaube, das. Nee, ich glaube, da bin ich kein Fan davon. Ach, eine kleine Marine hat sie sogar. Bestimmt früher mal industriemäßig hier genutzt worden. So. Bitte lösen. Löse dich. Dankeschön. Ja, hat mir schon ein bisschen wehgetan, die alte Station jetzt aufzugeben. Ich meine, ich habe sie noch. Ich habe das Gesicht auf dem Nas. Da hat es nämlich noch ein paar Schätze drin, die man so auch gar nicht mehr kriegt.
Aber schon sinnvoll. Ich meine, allein seit die Ladezeiten. Das alte Setup hat ungefähr, ja, sagen wir mal, mindestens 10 Minuten braucht zum Starten. Das neue geht fast instant. Das ist echt ein Unterschied jetzt. Da sogar die kleinen Käbelchen. Alles pflegt, wo Kabel ist, sind ja nicht Seile. So, Maximum Schmackes. Nächster Halt Lingwood. Geplante Ankunft 10:51. Bessere sexy Aufnahmen. Also sie stellen wir uns mal hier so hin. Aber wie dumm ist das mit der Unschärfe? Oh, da vorne ist auch der Halt schon. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Seite der Bordsteig sein wird. Kann sein, dass er wieder links ist. Hat sogar Drehtücken hier auf der Strecke. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt dem Part, was wir jetzt davon nicht vorbei. So, und ich glaube, das ist auch der Teil der Strecke, wo sie so schön rumwackelt. Ja, man sieht das an der, bei der Lok auch schon. Schade, dass wir jetzt nicht noch eine Kamera zwischen den Wagen haben. Da sieht man das dann auch noch mal richtig gut. So, ich sollte mal bremsen. It was maybe a little bit too much. Krieg ich denn... Kann ich das vielleicht irgendwie anders wieder... So vielleicht. Ja, später, wenn es dann schneller wird. Aber auch hier, jetzt zum Beispiel, es sind jetzt ganz andere Gleise und es klingt komplett anders. Das sind so die kleinen Sachen... Was einfach solche Strecken wirklich schön machen. Man merkt, okay, da hat man sich wirklich Mühe gegeben. So, da, da wären wir da. Türen auf. Die sieht doch gut aus. Alle können aussteigen. Einsteigen. Lingwood, Sperry Lines. So, okay. Und was haben wir da vorne? Prefab Cabin. Boah, ich wünsche dir sehr viel Spaß im Sommer. Du bist hier zuständig für den Bahnübergang. Beschäftigungsmaßnahme, aber diese alten Bahnübergänge sind schon geil. Wisst ihr was? Wir werden uns mal hier hinstellen. Das ist gerade mal auch für ein Fotomotiv. Und schauen uns mal an, wie der Bahnübergang aufgeht. Dürfte ja eigentlich nicht so lange dauern, oder? Und je nachdem, wie der Sensor ist, ne?
das mal wieder rein, wenn ich die Geschwindigkeit im Auge habe. Na komm. Ich traue mich gerade nicht wegschauen. ja, okay, die Autos fahren wieder. Geht ja gar nicht auf. Okay, die fahren einfach wieder. Sieht so aus, als ob sie das nicht animiert haben. Das ist aber irgendwie schade. Naja, ist was ist. Das sind wieder andere Gleise. Da wackelt das jetzt auch gar nicht so. Ja, vielleicht kommt noch mal so ein Gleisbereich. Nächster Halt, Eckel. Vermutlich auch wieder auf der linken Seite. Bremse bitte. Geplante Ankunft. 10.56. Ich bin zu schnell. Dazu keine Ausweiche. Inklusive nochmal alten Lokschuppen vorhanden. Ob die Semaphor-Signale heute noch stehen? Würde es den Engländern ja zutrauen. Wunderbar. So, was gibt's denn so Schönes hier? Da hinten eine Schnellstraße oder Autobahn. Das Dorf dahinter. Hier am Bahnhof nicht sehr viel, außer am Parkplatz. Und Verbindung zu der Verbindungsstraße. Oh, immerhin. Trampolin. Na, so mal gerade. Stellwerk, was vermutlich nicht mehr aktiv ist. Man weiß ja nicht. Doch noch relativ verbreitet, die altmodischen Stellwerke in England. Zumindest, wenn es ein bisschen abseits ist. Das war hier natürlich sehr schlau, immer gegen die Bremse arbeiten. Okay, nächster und letzter Halt, Great Yarmouth, Endstation. Also man kann hier noch wesentlich länger fahren auf der Strecke, aber erstmal zum Zeigen. Ich dachte, ich mache mal hier mal so einen kleinen Regionalzug. Aber mit der Strecke kommen recht viele Szenarios. Dort denke ich, werde ich euch noch was anderes auch zeigen. Eigentlich ein bisschen shame on me, dass ich erst jetzt ein Video drüber mache, weil das Ding habe ich wirklich schon ewig. Und das ist einer meiner Lieblingsstrecken. Aber immer nur für mich irgendwie gefahren. Soll auch vorkommen, dass ich mal nicht aufnehme. So, jetzt vielleicht. Ja, jetzt sieht man das wieder, dass die Wagen hier wackeln. Ja, hier wieder die Gleise anders sind. Merkt man auch hier drin. Ich finde das cool.
Also ohne Armstrong Powerhouse Wetter möchte ich echt nicht mehr fahren. Das ist sowas Schönes, dass ich da das Wetter ändern kann. Bei Dafter Games, Chancy World, ist das ein Vollpreisargument, das Wetter. Hier ist das so ein kleines Addon. Also ja, kostet auch was. Aber was war denn das? 6 Pfund vielleicht? 5 Pfund? Andere Seite. Und wieder anderes Gleis. Oh ja, Screenshots. Nice. So, mal ganz kurz den Scheibenwischer machen. Dreck wegmachen. Weiß nicht, das mit der Scheibe, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Mache ich auch in Simray und ich mache es auch beim Motorrad. Und wenn die Scheibe schmutzig ist, ich mache das jedes Mal sauber. Ich kann das nicht haben, wenn es schmutzig ist. Oder auch daheim, Bad. Das muss sauber sein. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der super Putzmensch. Ich sage, okay, es muss alles super clean sein. Aber es gibt nur so ganz wenige Sachen, wo ich sage, das muss einfach sauber sein. Und keine Ahnung, warum es die Scheibe ist, aber ja, mich stört's. Aber generell, wenn man schon beim Thema ist, Bad muss bei mir auch sauber sein. Da kriege ich, oh, da krieg ich einen Anfall, wenn ich irgendwo hingehe und da hat jemand ein echt schmutziges Bad. Mein Zimmer kann von mir aus wüst aussehen oder so, oder Wohnzimmer etc., aber die bitte nicht das Bad. Wie ist es bei euch? Habt ihr Putzfimmel? Ja, nein? Oder habt ihr auch so bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, ja, das muss sauber sein? Heißt das mal egal, aber das muss sauber sein. Autos dürfen natürlich auch dazu gezählt werden. Ist schon ziemlich ländlich hier. Aber könnte ich mir gut vorstellen, hier mal mit dem Zug mitzufahren. Als Lokführer natürlich geile Location. Plant die Ankunft. 11.11 Uhr. Da wären wir sogar theoretisch sogar früher da. Jetzt doch die letzte Station ist pünktlich. Sehr nice. Ich könnte mal schnell nachsehen. Wo die Very Lines eigentlich sind. Hab ich eigentlich nie nachgesehen. Die Very Lines. Very Lines. Very Lines are a railway branch in the east of England, linking Norwich to Great Yarmouth and Lowest Oft oder so. The Watson Station, including three termini, the former part of the network rail strategic route 7, are classified as rural line. Und es gibt halt wirklich Stationen, die sind einfach nur so, ja, mehr so ein Haltepunkt. Aber sie werden halt noch bedient. Also so Haltepunkt, die man teilweise nicht mehr als Haltepunkt erkennt, aber es wird angefahren. Gibt es auch Szenarios, wo du da stehen bleibst. Und da wird auch explizit gesagt, ey, du mach die Tür noch nicht auf. Der Zugbegleiter macht dann die Tür auf und lässt die Leute ein- und aussteigen. Weil der Bahnsteig einfach viel zu kurz ist. Nettes Detail. Machen wir mal Fenster auf hier.
So, da vorne kommt 50. Wollen wir mal rollen lassen. Sachte bremsen. Da ist die Tafel. Und da kommt die andere Linie her. Wie wir auf der Karte gesehen haben. So, und das Spezielle hier ist, hier gibt es eine größere Abstellung. Also ich vermute mal, dass hier gütertechnisch sehr viel los gewesen ist. Und jetzt halt die Gleise halt noch da sind, aber nicht mehr genutzt wird. Vermutung, aber sieht einfach stark danach aus. Beziehungsweise könnte ich mir gut vorstellen, dass vieles davon jetzt schon gar nicht mehr da ist. Wobei, sie schreiben in der Beschreibung, das ist Stand 2015, wo wir jetzt hier die Strecke fahren. Wer weiß. Eigentlich, weil es ja Armstrong Powerhouse ist und die ja so detailverliebt sind, würden sich die Very Lines eigentlich mal dazu anbieten, dass man hier mal einen Vergleich macht zwischen echter Fahrt und simulierter Fahrt und zu schauen, wie es dann aussieht. Jetzt muss ich erstmal ein Video finden, was passend ist. Und dann brauche ich ja noch die Erlaubnis. So, das Stellwerk hier. Also mal da die ganzen Leitungen hier an. Ja, ich möchte raus. Und das wäre der Bahnhof. Auf der Hinterseite hat es auch noch ein paar Abstellungen. Größeres Dörfchen, würde ich jetzt mal sagen. Und davon ist der Prellbock. Ich sollte aufpassen. Da auf dem Gleis kann man auch noch umsetzen. Macht man auch in diversen Szenarien. Szenarios so. So, Stückchen noch. Ja, dann geht's gut. Lap Break. Ja, da haben wir mehr als genügend Platz. Wunderbar, dann hätten wir es geschafft. Dann machen wir hier mal aus. So, das machen wir wieder an. Das machen wir aus. Schmeißen wir wieder an. Headlights müssten jetzt aus. Ne, die sind jetzt an. Jetzt ist aus. Okay, und auch hier drehen wir ab. Dann war es das erstmal für diese Fahrt. Also ich denke mal, ich werde schon nochmal fahren und das mit der Real-Mitfahrt im Vergleich wäre hier, glaube ich, eine gute Idee. Da sieht man halt, wie gut Armstrong Power es ist. Oder auch nicht. Ich glaube, dafür kann ab hier nichts. Aber ein bisschen ironisch, dass ich das sage und dann sehe ich das hier. solche Sachen verfolgen mich einfach. Na gut. Also, liebe Leute, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Dann sehen wir uns schon bald bei der nächsten Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.